Hi Leute, mein Name ist Philipp, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde sagen, auf geht's. Aber jetzt mal so am Rande, wie geil herbstlich das hier auch einfach schon aussieht. Schön. So, aber worum geht's denn heute erstmal? Ich will euch heute mal zeigen, was ich denn so bei meinen Tracking-Touren mitnehme, wie habe ich meinen Rucksack gepackt und ja, weil das geht ja bald wieder alles gut los. Ja, mal gucken, aber erstmal, was mein Knie dazu sagt und dann, da ich aber noch ein paar Knieprobleme habe. Hier mitten im Wald einfach so ein kleiner Bach, so ein kleiner Tümpel hier. Ziemlich geil. Mit ganz vielen Erlen. Nett. So Leute, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. So, mit dem Rucksack. Ich habe hier einen Rucksack von Mountaintop. Ein Rucksack für, also mit 60 Liter Fassungsvermögen, erweiterbar auf 80 Liter. Und ja. Des Weiteren habe ich 3 Liter Wasser, einmal hier auf der Seite und auf der anderen Seite und noch so eine Schaumstoffmatte von Tamaris, glaube ich, ist die. Ja, richtig. Auf dieser Seite hier habe ich noch eine kleine Säge drin, falls man eventuell mal ein Feuer machen möchte oder was auch immer. So, hier im Oberfach habe ich ein bisschen Paracord drin, mein Messer, ja, so noch ein bisschen, Paracord und ein paar Heringe für meinen Tarp und mein Technik-Kit. Da habe ich so Akkus drin, Powerbank, Ladekabel und so weiter. Kann ich euch mal zeigen. Sekunde. Batterien, genau, falls ihr das so seht. Ja, ein Powerbank und eine zweite, ein paar Batterien. Ja. Auch alles Hand und Fuß haben muss, habe ich mir solche kleinen Taschen besorgt. Also, um das alles ein bisschen zu ordnen, sage ich jetzt mal. Ja, das ist mein Hygienekit. Da habe ich, ja, wie man sieht, eine Rolle Klopapier drin, mit Zahnbürste, einen Kamm. Ja, und natürlich Zahnpasta. Genau, apropos Kamm. Was ich vielleicht noch bei der Tour dann hinzufügen werde, ist vielleicht ein Stück Seife, Naturseife natürlich, die man in der die natürlich abbaubar ist, sowas halt. Das wäre vielleicht auch noch ganz cool. Ja, das werde ich noch mal hinzufügen. So, ansonsten eine Gaskartusche mit Aufsatz natürlich. Und das nächste Paket ist dieses Paket hier, das ist ein bisschen größer. Ich würde euch die Taschen mal alle in die Bio unten reinpacken und könnt euch dann mal gönnen. So, das hier ist mein, ja, ich sag mal, Fresspäckchen. Da ist ja Essen mit drin natürlich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich esse nicht jedes Mal solche Fertigtüten, finde ich persönlich echt nicht cool. Bei der letzten Winter-Tracking-Tour auf dem Dings hier, wie heißt der Weg nochmal? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall bei der letzten Wintertour hatte ich mir dann gedacht, ich werde mal ja selbst Essen machen. Ich habe mir dann so ein paar Haferflocken oder ein bisschen Reis geschnappt. Ja, das dann beispielsweise die Haferflocken mit ein bisschen mit ein paar Äpfel oder ein paar Bananen, Birnen, whatever, mit drunter gekocht. Das war ziemlich gut, mit ein bisschen Zimt drüber, immer ganz geil. Ja, oder Reis ist mit, ja, wie soll ich sagen, diesen diesen Gemüsezeug. Wisst ihr, was ich meine? Gemüsebrühe nennt sich das. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, mein Topf. Da könnte man rein theoretisch noch meine Gaskartuschen mit reinpacken. Das wäre eine Idee, um Platz zu sparen. So, the next. Das ist mein Regenponcho. Oh, von Tatonka.
in der Größe XL und ja, muss man nichts weiter sagen. Ne? So, das nächste wäre dann ja meine Isomatte von Expert, die Downmat 9M. Und mein Rucksack fällt hier jedes Mal um, ist nicht ganz so geil. Da ist noch, Sekunde, hier ist ein kleines Fächchen drin. Zum Reparieren nehme ich mal an, müsste das sein. Und so. Finde ich ganz gut. Genau. So, ansonsten habe ich jetzt hier wieder so eine kleine Tasche. Da sind Klamotten drin, jeweils zwei Paar, also zwei T-Shirts, zwei Unterhosen, vielleicht noch so eine normale Unterhose zum Drunterziehen, aber ich glaube, da nehme ich nur eine mit. Ja, nichts zum Wechseln oder sowas. Muss halt auch ein bisschen zerstört werden bei so einer Tour. Ist aber vorausschlaggebend. Ja, also wie gesagt, zwei T-Shirts, zwei Unterhosen, vielleicht eine Unterhose zum Drunterziehen und zwei Paar Socken. Ja, so Pullover oder eine größere Jacke, das packe ich meistens dann immer nach ganz oben, weil der hat, wie soll ich sagen, immer noch ein bisschen Platz oben. Und ja, das geht dann ganz gut. Kann man auch mal ein bisschen erweitern, den Rucksack, und dann reicht das. So, als nächstes habe ich einen Hobokocher. Ja, das Ding begleitet mir auch schon ein paar Monate, ein paar Touren, sage ich jetzt mal. Also auch nicht wegsenken, falls man ein kleines Feuer machen möchte, und ja, ist schon ziemlich gut. So, und mehr oder weniger zu guter Letzt meinen Schlafsack von Carinthia, der Defense 6, weil ich ja überwiegend eher im Winter unterwegs bin. Und ja, da ist der nicht wegzumessen, sage ich jetzt mal. Ein schönes Teil. Beziehungsweise was halt als letztes, aber ich habe dann doch meinen Tarp nach ganz unten gepackt, weil mir da vor kurzem ja dieses Verpackungsteil, diese Tasche da aufgerissen ist, und das kann ich da halt nicht mehr reinpacken. So, und sind halt mega unstabil, die Dinger. Ja, daher habe ich das nach unten gepackt, und normalerweise packe ich das eher so leicht, ja, ich sag mal, neben dem Schlafsack mit der Verpackung. Ging da halt leider nicht. Ja, ich guck mal, dass ich euch das ganze Zeug so ein bisschen in die Bio stelle. Erst recht die Taschen, darauf bin ich mega stolz, dass ich sowas gefunden habe. Denn das so ein bisschen alles zu sortieren, dann immer gleich griffbereit zu haben, das ist halt persönlich immer ja sehr, sehr gut, wie ich finde, dass man ja das gleich griffbereit hat. Und man weiß, welche Tasche das jetzt zum Beispiel ist. Ja, ich habe jetzt hier mal alles zusammengepackt, beziehungsweise ich mache mir da noch ein bisschen was zum Essen, und ja, dann gehe ich gleich wieder zurück. Genau. Ich habe übrigens keine Waage mit, wäre natürlich noch ganz interessant, also so eine kleine Gepäckwaage oder sowas, wie viel das Ding denn wiegt, aber weiß nicht. Was wird da haben? 12, 13 Kilo oder sowas? Kommt hin, 13? So Leute, ich hoffe, euch hat mein Setup so ein bisschen gefallen, wie ich dann meine Touren so ein bisschen, ja, ich sag mal, strukturiere, mit welchem Setup und so. Und herrlich, wie die Sonne da so schön scheint. Ja, das war's dann erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Tour, und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Also ich habe heute Sonntag, und ja, oder euch noch einen schönen Tag, und bis zum nächsten Video. Liken und abonnieren nicht vergessen.